ausverkaufte Hütte, 16.000, darunter 2.000 aus Dresden. So, rein ins Freitagabend-Topspiel Dresden in Gelb. Erster offensiver Ansatz, 9. Minute. Conte und dann der Extrabrücker Knipping. Die Gastgeber. 3 Punkte liegen sie hinter der SGD. Mit einem Sieg heute können sie gleichziehen. Und dass sie das wollen, zeigen sie hier. Neudecker. Dann Grimaldi und Rabic. Erste dicke Chance des Spiels. Kasim Rabic, 18. Minute. 4 Minuten später. Jetzt hat Gelb Lust auf Spektakel. Da kommt Kutschke und dann Hauptmann. Batz mit guter Rettungstat. Szene lebt weiter. Ball kommt zu Liga-Top-Torjäger Aslan. Und wieder Batz. Ja, der Saarbrücker Keeper, wohl das Beste, was diese Liga zwischen den Pfosten zu bieten hat. Jetzt ist richtig Rambazamba im Ludwigspark Dresden mit der Doppelchance. Alle gegen Daniel Batz. Die Saarländer, aber null geschockt von der Wucht der Gäste. Der FCS dann mit Böder. Der spielt mit Rabic. Rabic und da ist Grimaldi. 28. Minute, 1-0 Saarbrücken. 9. Saisontreffer von Adriano Grimaldi. Dresden lässt die Halbfeldflanke zu und der Torfürst steht ganz oben im Glockenturm, überspringt Lewald. Und draußen Saarbrückens Trainerziel. Achtung, der köpft mit, der jubelt mit. Ja, auf dem Karton stand Topspiel. Jetzt ist der Deckel auf und es ist auch Topspiel drin. Jetzt wieder Dresden. Mit Conte, der ist trickreich und schnell. Gauss einfach in die Wüste geschickt. Da kommt Hauptmann. Und wieder dieser Daniel Batz. Nächste sensationelle Parade. Dresden spielt's wunderbar. Und Niklas Hauptmann, ja, dieser Daniel Batz ist sein Kurzzeit-Albtraum. Der Saarbrücker Traum vom Aufstieg erlebt auch dank ihm weiter. Und sein Team will auch nochmal. Pause klopft schon an. Dann Kerber und Böder. Und sein Ball wird lang, länger. Und da ist Neudecker. Bumm, 2-0, 45. Minute. Der beste Saarbrücker Vorbereiter kann auch Vollstrecker. Richard Neudecker, schon 12 Assists. Und das ist sein 5. Saisontreffer. Dresden flutscht der Ball quer durch den Vorgarten. Und mit diesem 2-0 muss die SGD den FCS in der Blitztabelle vorbeilassen. Auch weil er einfach keinen reinlässt, Daniel Batz. 2. Hälfte. Dresden ist jetzt maximal gefordert, versucht es mit Kulke und wieder ist Batz dran. Max Kulke, tja, was willst du da sagen? Sie finden kein Mittel, diesen Torwart zu überwinden. Und dann geht Adriano Grimaldi, 70. Minute. Der Fürst hat sein Gefolge in Führung gebracht. Kuni übernimmt. Und der Glückwunsch von seinem Trainer. Dresden macht hier kein schlechtes Spiel, bestimmt den 2. Abschnitt. Aber Saarbrücken ist cleverer, effizienter, hat Räume. Kuni eingewechselt. Da lässt er die Entscheidung liegen, 72. Minute. Marvin Kuni, die Leihgabe des FC Bayern München, bedient von Neudecker. Es bleibt spannend. Dann meckert Dresdens Coach Anfang. 4. Gelbe, Samstag gegen Mannheim muss er auf die Tribüne. Sein Team hat viel investiert, muss aber nochmal aufpassen. Achtung, Kuni clever gegen Lewald. Und kurz danach wird's nochmal farbig. Niklas Hauptmann sieht gelb-rot, auch er fehlt gegen Mannheim. So, und dann ist Schluss in Saarbrücken. Eine hochklassige Partie endet mit einem letztlich verdienten 2-0-Sieg für den FCS.